Guten Morgen, meine Freunde. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Nein, nein, ich sitze nicht im Bett. Ich sitze auf der Couch. Das Kissen ist einfach nur herbe. Motherfucker bequem. Also, heute geht's darum, woran misst sich unser Wert? Und zwar, ich komme direkt zur Antwort, weil alle reden immer drumherum, bliblablub, und kommen immer zum Schluss. Ich so, hä, wie, was? Bruder, sag doch direkt. Also, unser Wert misst sich daran, nur daran, wie glücklich wir sind. Ich meine, es gibt Menschen, Bruder, die haben Geld ohne Ende, aber sind nicht glücklich. Es gibt sogar welche, die sind mit der heißesten Frau verheiratet, sind nicht glücklich. Ey. Oder was kann man noch haben? Geld, Frau, Auto, sogar Ruhm, Respekt. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Serie kennt, so eine Mafia-Serie. Boah, wie heißt die, Bruder? Die Sopranos. Der ist so ein Mafia-Boss, hat von allen übertrieben Respekt, aber der Depression und Angstattacken, bliblablub. Also, auf jeden Fall, unser Wert misst sich nur daran, wie glücklich wir sind. Und wie wird man glücklich? Indem wir Dinge machen, die wir glücklich, uns glücklich machen und Gedanken denken, die uns glücklich machen. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, sagen wir mal. Anstatt dass du denkst, oh schade, dass ich das und das und das noch nicht gemacht habe, denkst du lieber an die Sachen, boah gut, dass ich das und das und das und das gemacht habe. Ich meine, dann könnt ihr zwar die Dinge, die ihr nicht gemacht habt, noch nicht immer noch machen, aber der Unterschied ist ganz einfach. Wenn ihr so denkt, so, ich habe das und das und das und das und das und das und das noch nicht gemacht, miese Abfuck und so, dann das raubt euch Kraft, so, ihr habt gar keine Motivation, aber wenn ihr denkt, boah, ich habe das und das und das und das und das schon gemacht, so, das gibt euch Kraft, Motivation und dann könnt ihr noch viel mehr machen. Passt auf euch auf, genießt den Tag, Sonne ist da, Horst Marasee ist da.